und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Resident Evil 4. In der letzten Folge ist gewiss viel passiert. Ich weiß gar nicht mehr, was alles passiert ist. Ich muss mich erstmal wieder an die Steuerung gewöhnen. Denn die letzte Aufnahme ist ja jetzt auch... Oh, sehr lange her. Ich weiß gar nicht. Anderthalb Wochen, zwei Wochen vielleicht sogar schon. Hier war mein Inventar. Cool, dann weiß ich das ja auch noch hier, das zu... Das macht natürlich keinen Sinn. Die Black Tail meintet, ihr sei sinnfrei. Ach, ihr hattet mir so einiges geschrieben und ich habe mir das auch alles durchgelesen. Aber ich weiß jetzt nicht, ob ich das jetzt alles noch wirklich auf dem Schirm habe. Ob das sicher ist? Okay, kein Alarm. Ach so, und ihr habt gesagt, diese... Ich will noch ein bisschen lauter machen. Das ist natürlich nice. Wie heißt das... Ich zeig's euch gleich, wir müssen dann eh zum Händler nehmen. Also ich weiß, ihr schreibt ja auch sehr unterschiedliche Sachen. Also ich habe zum Teil auch gelesen, okay, ich soll, ach, da ist ja noch oben was. Das habe ich, glaube ich, genau, das wollte ich ja jetzt noch... Genau. Ich habe aktuell die... Ich wollte hier oben... Ach so, vielleicht... nachladen, so... Wisst ihr was? Ich mache das, glaube ich, lieber erstmal einfach so, wie es mir am besten... Welcome. Wie soll ich sagen? Wo ich das Gefühl habe, das haut irgendwie hin. Also klar. Ja, ja. Also ihr könnt mir natürlich weiterhin Tipps geben. Und ich werde auch versuchen, darauf einzugehen, so gut es geht. Aber, ja. Gerade jetzt bei den Waffen weiß ich jetzt nicht, Is that all straight? Ja, halt mal die Klappe, du bist voll... Thank you. Der labert mir viel zu laut. So, waren das die Katzen? Nee, das war irgendwas anderes. Genau, die hier, die meintet ihr, könnte ich eh schon verkaufen. Das bezog sich auf einen anderen... Is that all? Auf einen anderen Teil des... What are you buying? Des, auf einen anderen... Auf den vorherigen... Bereich quasi. Das heißt, ich kann die gar nicht mehr benutzen. Was hat ihr denn gesagt? Ich glaube, ihr meintet, die sei sogar noch ganz gut. Und da hattet ihr gefragt, ja, wieso kaufe ich denn nicht alle Waffen, damit ich dann zu allem auch dann immer Munition habe. Das finde ich irgendwie... vom Platz her macht das doch keinen Sinn. Ich wollte gerade sagen Gesundheit, aber ich glaube, das ist es nicht. You're right? I'm fine. Leave me alone. Ashley, wait. LOL. Echt jetzt? Whoa. Ashley! What's going on? Ah! Cool, dann haben wir jetzt meine Ruhe. Ja, natürlich. Ne, ach, das war's schon. Ach, hätte ich das gewusst, dann hätte ich das in der letzten Folge noch gemacht. Oh, und dann hätte ich noch die eine Tür mir angeguckt. Und wäre ich noch die Treppe hochgegangen. Das ist jetzt natürlich eher ungeil. Wobei, gut, ich gehe mal davon aus, ja, wir sind ja eh noch hier. Hunnigan, what happened? The transmission got cut off. Salazar, how'd you... We've jacked the line. We didn't want you telling everyone any unnecessary information. Where's Ashley? Ah, so she fell into one of our wonderful traps. We'll make sure we find her. Don't you worry about her. Oh yes, I let our miserable insects out for some exercise down in the sewer. Thanks. That should keep me company, 'cause boredom kills me. I look forward to our next encounter. In another life. Sehr gut. Oh, der sieht voll eklig aus, einfach nur. Aber so richtig. So, okay. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts irgendwie verpasst von der Konversation, denn das Spiel ist danach direkt straight einfach abgestürzt. Aber das soll uns jetzt nicht weiter beunruhigen. Da ist hinten ist unser Ziel. Das heißt, wir können quasi hier rum... Aber ich will trotzdem diesen einen Raum sehen oder überhaupt erstmal gucken, ob ich hier noch irgendwas übersehen habe. Schaut mal, hier ist doch... Was ist denn das hier? Das sind einfach nur... Nee, okay, das ist einfach nur Deko. Da muss ich mir keine Gedanken zu machen.
Dann schauen wir nochmal. Ihr habt mir auch nochmal einen Tipp gegeben zu dem einen Wolverine-Kerl, falls der mich wohl noch, falls ich den nochmal treffen sollte, dass der wohl taub ist. Oder was war das? Taub, genau. Und ich hätte nur leise sein müssen und dann wäre alles gut gewesen. Das hier sieht doch nach, stark nach Waffenkammer aus. Oh, hi. Ach, hat er jetzt seinen Platz gewechselt quasi? Der war doch vorher draußen. Schauen wir mal. Prüfen. Was? 4000? Kann ich hier irgendwie. Okay, mal gucken. Zielschießen. Spielregeln. Bei mehr als 1000 Punkten erhältst du Preise. Für Kopfschütze gibt es Bonuspunkte. Nach mehr noch eine. Manchmal eine, die viele Punkte bringt, wird Ashley gedrückt, gibt es Punktabzug. Gewinnen wir einen Kronkorken, besondere Treffen. Aha. Kann man 5 davon gewinnen, sondern Bonus. Okay. Das heißt, ich könnte jetzt hier. Welcome. Musst du die Waffen nehmen, die ich auch. Wähle die Art der Waffen. Soll ich das echt. Ich probiere das einfach mal schnell. Oder Scharfschützen. Machen wir mal die. Ach so, das heißt, ich muss jetzt hier. Ja, okay. Was willst du, Fremder? Spiel beenden, Waffe wechseln. Okay. Das heißt, da muss ich jetzt hier rein. Okay. Okay. Warum habe ich die jetzt? Die ist irgendwie voll lahm. Auswählen, das ist mir zu langsam. Oh Gott, okay. Warum habe ich jetzt eine andere? Voll komisch, na gut. Oh Mann. Wo ist meine Zeit? Ladezeit? Gott, ich bin doch voll schlecht. Viel zu langsam, viel zu ungenau. Aber vielleicht sollte ich auch mal eher den Kopf treffen, ne? Schneller. Oh Gott. Und was ist ein Kronkorken? Also. Nicht bewegen. Please. Nicht einmal. Was liegt hier rum? Ergebnis, Sonderpreis gewonnen, Treffer. Ach, cool. 2. Okay. Warum können wir hier sowas machen? Voll geil. So, reden. Was willst du? Waffe wechseln? Spiel beenden. Sie haben 2 Kronkorken gewonnen. Habe ich ihn jetzt hier drunter? Kronkorken und das. Detailansicht. Ach so, ah, wie cool. Und dann habe ich hier Luis Serra. Did you send out those invitations? I told you no more than 50 people. Wie cool. Das ist ja mal geil. Achso, das heißt, dann könnte ich jetzt hier. Ach, krasser Scheiß, das ist ja mal geil. Okay. Ja, gut. Das ist cool. Habe ich denn davon noch mehrere oder ist das hier so der einzige Ort auf der Burg, wo ich das machen kann? Das wüsste ich gerne, aber dann würde ich vielleicht sogar tatsächlich mal offscreen das so ein bisschen öfter machen, das so ein bisschen üben und mal gucken, wie es einfach so läuft und dann vielleicht mal zusehen, es wird von der anderen Seite geöffnet, dann vielleicht auch mal zusehen, dass ich noch mehr davon irgendwie. Das wäre irgendwie ganz cool, glaube ich. Nur da habe ich das Gefühl, dieses Zielgewehr macht da nicht so viel Sinn, oder? Ich glaube, zumindest das, was ich ja jetzt hatte, das ist irgendwie so ein bisschen langsam, glaube ich. Weiß ich nicht. So, na, wobei, ich glaube, mit der Steuerung, das haut langsam hin. Ich hoffe es. Haben wir hier. Doch, Blendgranate bitte auch. Wie war das? Blendgranate, glaube ich, bei den Insektenkopfleuten. Scheiße, ich muss nochmal, glaube ich, eure ganzen Kommentare lesen und ihr müsst es mir nochmal schreiben. Okay, scheiße, das ist doch jetzt die Kanalisation von der.
Ach, leck mich am Arsch. Oder auch nicht, aber... Oh, was war das? Oh, einfach mal laufen, okay? Dumm, die Dumm, die Dumm, die Dumm. Ich habe keine Angst. Es ist alles gut, es ist nicht alles gut. What the fuck? Was ist das denn? Was? Okay, warum sind die unsichtbar? Like, what the fuck? Das ist irgendwie eher uncool. Was hab ich gemacht? Oh. Ich muss hier, glaube ich, mal eben weg. Das geht so nicht. Moment. Das finde ich jetzt irgendwie eher ungeil, dass ich die nicht so sehen kann. Oh, 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 oh. Nochmal. Oh, na lecker. Blaues Auge. Oh. Ich habe ein blaues Auge gekriegt. Egal. Ich finde den gut. Verwenden. Ja. Oh, das ist ja echt ekelhaft. Oh Mann, die erinnern mich an so ein paar Außerirdische aus Star Trek. Ich glaube, bei Star Trek sind sie noch ein bisschen... Nee, hier ist es ekliger. Und more scary, weil ich mag das nicht, wenn ich Dinge nicht sehen kann. Kann ich die irgendwie sichtbar machen? Und zwar nicht, indem ich jetzt irgendwie... Indem ich, wie heißt es, sinnlos irgendwie... Oh shit, ey. Ey, das ist echt fies. Das ist echt fies. Nee, runter will ich noch nicht. Ich will dich erst besiegen. Komm mal her. Also ich meine, klar, so ein bisschen sichtbar ist es schon. Aber, oh, da! Oh shit, ey, voll vorbei. Nee, nee, nee. Oh, oh, seht ihr das? Was ist das denn? Ja, ich weiß, Insekten, aber trotzdem. Ach na gut, der hätte nicht sein müssen, aber... Und noch ein rotes Auge. Okay. Verwenden. Schlüssel. Kann ich die vielleicht irgendwie... Die sehen irgendwie so aus, als könnte man die kombinieren mit... Geht damit nicht. Untersuchen. An der Seite... Ja, ja. Krass. Wo muss ich die denn einsetzen? Weil das könnt ihr mir gerne schreiben, weil das fand ich jetzt so ein bisschen schade, dass ich jetzt extra die Teile da gesammelt hatte im anderen Bereich und die jetzt gar nicht eingesetzt habe. Oder ist das auf der Karte verzeichnet und ich bin jetzt einfach nur... Ach, das war schon wieder die TNT, naja. Egal. Das fand ich jetzt echt ein bisschen bedauerlich. Bam! So. Nee. Da! Hi! So. Lauf hin, lauf hin, lauf hin, lauf hin. Schneller. Leon, komm! Go, 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 mach! Bitte, danke. Okay. Hab ich? Okay. Okay, oh Mann. Nein, oh Gott, da ist das nächste. Oh, weg, 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 weg. Bitte. Oh nein, 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 nein. Oh Mann. Ach, komm mal her. Nee, das ist hier irgendwo immer noch. Ich glaube, ich sollte hier eher... Moment, vielleicht macht das schon Sinn. Ich muss nur zusehen. Ich meine, klar, es wäre wahrscheinlich Sinn... Ich probiere das mal eben. Vielleicht eine... Was ist das? Eine Hand... Eine Blendgranate ausrüsten. Es ist da ja, Tatsache. Das macht natürlich auch Sinn. Aber... Ja, aber scheinbar nicht lange. Das ist ja echt kacke. Warum... Toll. Ja gut, dann... Macht das... Nee, das lohnt sich gar nicht. Dann bei denen... Nee. Vielleicht eine von den roten... Nee, das war ein Brand... Ja, gut. Brandgranaten wären vielleicht auch ganz sinnvoll. Aber... Nun gut, dann schauen wir mal hier. Oh, der lebt bestimmt. Der lebt bestimmt. Der greift mich gewiss gleich an. Sieht aus, als sei er kürzlich verstorben. An der Wunde sehe ich, dass es ein schneller Tod war. Oh, nein. Ich will das nicht kombinieren. Ja... Warte mal, nee, auf die Karte vielleicht noch gucken. Habe ich hier irgendwo... Ja, wir haben hier, genau, in der Nähe nämlich einen Schatz. Den wollen wir ja nicht übersehen. Oh Gott. Das sah gerade einfach so plump aus, so voll so bam, ich bin voll Mandy und... Luis Notiz, oh!
I, das sieht schon wieder so nach I aus. Wisst ihr, so, genau, nach Parasiten. Das war Einige Parasiten haben die Fähigkeit, ihren Wirt zu beherrschen. Unter Biologen ist dies bekannt, aber man weiß nicht, wie die Parasiten es tun. Durch die Untersuchung dieser Parasiten erhalten wir vielleicht einige Hinweise zur Wirkungsweise der Las Plagas und erfahren etwas über deren Opfer, die Los Ganados. Hier ist eine Liste einiger Parasiten, die Verhaltensmuster ihrer Wirte ändern können. Die kriegt Dicrotoelium oder so, wenn die Parasitenlarven ins Nervensystem der Ameise gewandert sind, verändern sie deren Verhalten. Wenn es abends kühler wird, klettern die infizierten Ameisen an der Pflanze empor und beißt sich dort fest. Sie bleibt bis zum nächsten Morgen, und zwar an einer Stelle, an der es am wahrscheinlichsten ist, von einem Schaf gefressen zu werden. Man könnte meinen, der Parasit manipuliere den Wirt, um in den Körper des Endwirts zu gelangen. Trematoden. Die Larven dieses Parasiten nisten sich im Hirn eines Fisches ein. Dieser schwimmt dann an die Wasseroberfläche, wo er so lange bleibt, bis er von Meeresvögeln gefressen wird. Wieder lässt sich dieses Verhalten nur dadurch erklären, dass der Parasit in den Körper der Meeresvögel gelangen will. Weil er sich so natürlich besser vermehren kann, einfach. Leukochloridium. Die Sporozysten dieses Parasiten entwickeln sich in den Fühlern der Schnecke. Durch ihre Farbe und ihr Pulsieren gleichen sie Würmern. Die infizierten Schnecken kriechen ans Ende eines Blatts, wo sie gut von Vögeln gesehen werden kann und somit eher gefressen wird. Wenn er vom Vogel gefressen wurde, erreicht er sein Adult... Oh Gott, ist das krank, ey. Ja, aber klar, gerade über Vögel kann auch so ein Teil total geil einfach voll die langen Strecken einfach hinter sich bringen. Genauso wie wenn so ein Parasit sich in so einem Schaf befindet. Das ist ja ganz anders, als wenn er über eine Ameise nur reisen würde. Das ist echt clever und beängstigend. Oh Mann. Jetzt mal, oh, ich habe das auch. Was? Die Tür? Achso, okay. Das Thema habe ich damals auch im Bio voll gehasst, wo wir dann so Parasiten... Oh, und Bandwürmer. Habt ihr sowas schon mal gesehen? Das ist so eklig. Und wir hatten dann so eingelegte, so in, ich weiß nicht, in Formalin wahrscheinlich eingelegte Bandwürmer bei uns, auch in der Biologie. Und das ist einfach so... Und wenn die dann so wieder Haken haben und das ist einfach nur so... Und einfach nicht schön... Was? Die Wunderlampe. Wir rufen unseren Genie. Nee, Quatsch, das war schon richtig. Oh, ist nicht schön. Ist schon krank, was sich so die Natur alles so überlegt. Untersuchen. Ah, okay. Kombinieren mit. Oh, wie cool. Kombinieren mit dem. Oh, oh ja. Oh, das ist schön. Untersuchen. Mit zwei Augen. Oh, wie schön sieht das denn aus? Voll toll. Das gibt ja hoffentlich einiges an. Ja, hoffe ich, dass ich den nächsten auch finde. Und dass das Geld gibt. Also so einiges. Und ich glaube, wir müssen hier ein Türchen. Ein Türchen öffnen. Ein Türchen, was? Ja. Uh-oh. Toll, das heißt ja nur neues Gebiet für uns. Und das muss nichts Gutes heißen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott! Weg, 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 weg! Lauf, 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 Leon! Lauf, 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 lauf! Ich will in einen Bereich, wo wir besser kämpfen können. Am besten wahrscheinlich dann direkt so ein Bereich, wo da einfach 1000 Millionen von diesen Drecksviechern einfach nur sind. Mal, wo bist du? Komm zu mir! Oh, wo ist es? Oh Mann, komm! Lass mich jetzt nicht alleine. Hä? Also ich meine, klar, ich höre es, aber... Na, hallo? Okay. Das finde ich jetzt aber nicht so schön. Heißt das, wir kommen darüber... Folge ist eigentlich schon vorbei. Wie machen wir das denn jetzt am gescheitesten? Also, dich hätte ich schon gerne noch erledigt. Warte mal, vielleicht war er einfach zu doof, um in den nächsten Bereich zu gehen. Weil das lässt mir jetzt irgendwie keine Ruhe. Da! Echt?
kommt er einfach nicht mit. Was ist das denn für eine Kacke? Also ist natürlich auch gut, aber irgendwo auch ein bisschen scheiße. So, was hast du für mich? Nur Munition. Oh, das ist nicht schön. Na gut, Leute, dann würde ich sagen, was ist für heute mit der Let's Play Resident Evil 4? Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und werden dann mal hier unten hinunter weiter in die Kanalisation, auch wenn ich nicht wirklich scharf drauf bin. Aber hey, ich weiß noch nicht genau, wie ich diese Karte... Ach so, nein, dann sind wir da drunter wahrscheinlich. Nee, ist bekannt. Das heißt, wir kommen dann jetzt schon wieder dann in den Hauptraum. Das wird komisch. Naja, wir gucken mal in der nächsten Folge. Also bis dann.